Herzlich willkommen im Ampertech Service Center. Heute zeigen wir Ihnen bei einem Canon iSenses LBP 223 Laserdrucker, wie Sie die Tonerkartusche wechseln können und eine falsche Meldung wegen leerer Patronen umgehen. Öffnen Sie zunächst die Frontklappe durch Druck auf den Knopf an der rechten Seite und ziehen Sie die Tonereinheit am Griff aus dem Gerät. Wir verwenden für den Austausch natürlich unser hauseigenes Ampertech-Produkt mit 5 Jahren Garantie. Nach Entfernen der Transportsicherung schieben Sie die neue Tonerkartusche wieder ins Gerät und schließen Sie die Klappe. Schalten Sie das Gerät nun an. Im Display wird nun die Meldung Lebensende der Patrone im Wechsel mit Verbrauchsmaterial prüfen, Reset-Taste gedrückt halten zu sehen sein. Diese können Sie jedoch getrost ignorieren. Auch die Reset-Taste muss nicht gedrückt werden. Verwenden Sie den Drucker einfach ganz normal. Der Grund für all dies: Da es für dieses Produkt noch keinen kompatiblen Chip gibt, verwenden wir den Original-Hersteller-Chip weiter. Die Füllstandanzeige funktioniert so allerdings leider nicht korrekt, obwohl die Kartusche randvoll mit Toner ist. Drucken Sie einfach, bis das Druckbild verblasst, dann ist die Kartusche leer. Das war es auch schon. Ihr Canon-Drucker ist nun wieder betriebsbereit. Vielen Dank für Ihren Besuch im Ampertech Service Center.